und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Sackgeraten mit Sackgerate 1, 2, 3 und 4. Wer ist wer? Das ist völlig uninteressant, wir haben Sackgeraten. Achso, yeah. Das stimmt. Damit haben wir auch ganz andere Sorgen, als ja. Wir wissen, wer wer ist. Jetzt kommt hier mal gleich zusammentreiben. Okay, klingt falsch. Toll, unser Krieger, der uns verfolgt, der macht gar nicht mehr viel. Der steht nur noch da. Hey, yo, Willi, hier, nimm das. Oh ja, yeah, danke. Dangerous to go alone, take this. Gibt dir mal ein Blutküsschen? Blutküsschen? Das sollte Schnurrbartküsschen heißen. Nur. Ich glaube, da wäre richtig Eichelmund. Ja. Yeah. Nett. So, alte Schulterpanzer, für wen hat denn da schon wieder aufgenommen? Für die Dämonen und den Zwerg, schön. Achso, oben ist der Übergang. Nee, ich hab Willi nur was gegeben. Tripper bestimmt. Tripper? Ich hab eine Rüstung für die Seraphim. Oh. Ich hab jetzt den Fick wie Kling und Armins crazy Analspirale hier. Ja, die macht denselben Scheiß wie Tommy. Seine Armin, willst du die Rüstung nicht? Warte, welche Rüstung? Ich hab die voll fallen lassen und du bist einfach weiterher. Das Gute ist, Willi, dadurch krieg ich Leben, wenn du die Gegner angreifst. Opa, nice. Ja, durch meine Waffe, aber der... Warte, Armin, hier. Ah, oh, dieser rote Dings sieht super aus. So, alle wegschlagen, haut ab. Ja, Kettenblitz. Sehr schön. Helm der Vergessenen. Nach Süden, nach Süden. Jo, aber hier war ein böser, böser Armin. Prügel ihn, so wie es heute liegt. Mach die Puppe. So, Armin jetzt noch verzaubern. So. Ja, kannst du den Zauber machen, Alter? Alle 32,5 Sekunden und der hält 46 Sekunden an. Also meiner ist jetzt aus. Genau, und deiner ist an. Gott, oh Gott, hört uns an. Orks überfiel uns, verschleppt uns, meine Familie, meine Freunde, die alle sind tot. Oh, bitte bringt mich hier raus. Raus! Der darf uns ja bestimmt nie wegsterben, was? Ach, wir rennen jetzt einfach los. Klar darf der wegsterben. Zurück zur Oase. Saose? Oase ist ein sehr Japan. Egal, ich hatte die Frage. Ja, bitte. Kannst du doch sagen, Paul, komm, sprech mit uns. Hier geht's, hier geht's runter? Ja, das hab ich gerade ein bisschen gewundert. Ich will gerade bloß spontan sagen, dass Oase ein sehr japanisch freundliches Wort ist. Weil es 25 Vokale im Wort hat. Genau. Was? Ich weiß doch, die Japaner Löwen, genau. Oh nee, ich höre jetzt auf, was zu reden. Es kann nur noch schlimmer werden, nach dem Desaster gerade eben. Sind sehr vokalfreundlich. Was für ein beschissene Umschreibung. Ja. Ah, naja. Was mache ich erstmal looten? Es gibt glaube ich Sprachen, die haben mehr Vokale. Noch mehr? Boah, an der Wische werde ich sterben. Ja. Was ist denn jetzt für ein hässliches Spiel? Hat auch bloß die 5 Vokale, die wir nutzen. Ja, aber die nutzen ja so gut wie, naja, nicht immer, aber sehr oft. Extrem. Die Hälfte der Wörter besteht aus. Im Koreanischen, wo du ja unterschiedliche O's und U's hast. Ja, kann man ja die Weichheitszeichen auch dazu zählen, die es bei uns gibt. Welche Zeichen? Was? Weichheitszeichen oder so. Weichheitszeichen? Na, die gibt es jetzt nicht gerade im Deutschen, aber... Ich wollte gerade sagen, ich war gerade irgendwie ein bisschen irritiert. Ja, ich auch. Die gibt es aber in... Wie heißt es ne? Hier... Spanisch. Russischen. Spanisch, ach, die, Russischen, ach, die, ja, die und... Französisch.
Geht er das F-Wort gesagt. Alter, der will noch eine Mission. Achso. Fick-Sprache? Ja. Der Überlebende berichtete was? Armin, ich habe noch was für dich gefunden. Befreie sie aus den Klauen der Orks. Wo ist Armin? Armin da oben. Wir müssen schon wieder was für den Spaten machen. Los geht's! Na, wo diesmal ist weiter am besten. So, Armin, ich hau jetzt hier einfach das hin. Wenn du das nimmst, dann nimmst du das, wenn nicht, dann nicht. Oh ne, ja, ne, lass auf. Dann hast du, denn stand schon, wird gespeichert und die Granate schlägt auf deinen Schädel ein. Ich hab damit schlechte Erfahrungen gemacht, ja. Ja, ich auch. Es geht. Aber ja, alles, das war gar nicht mal so schlimm. Das Schlimmere war die Mission an sich bei mir. Nee, die fand ich gar nicht so schlimm. Die Häuser stürmen. Ich weiß noch, wie die Chris... Die Häuser stürmen war richtig schlimm. Wie Chris ja, eben mal bei mir war und... Davon waren Kacke. Das ging dann richtig ab. Aber gut, wir reden jetzt dann hier über Call of Duty 2, während wir Sackwitz haben, das macht auch nicht viel Sinn, oder? Na klar. Ja, warum? Fachübergreifende Referenzen. Genetik. Genetik? Fachübergreifende Genetik? Was soll das sein? Naja, Imber und so. Orks! Orks? Und spricht auch im Code. Der so Ork macht heute. Ich spreche Pasel, sagt er zu. Ich muss gleich mal zitieren, ich muss über was willst du zitieren? Tommy, also was mir Tommy heute über den Tag geschrieben hat, was ich irgendwie nicht entziffern konnte. Ach so, da wo die Hälfte der Buchstaben nur da war. Ja, genau. Ja, ich hatte ein seltsames Zusammengewürfel von Buchstaben. Ich meine schon, ist das irgendein Code? Ich hatte die Tastatur auf dem Bein und der ist ja kabellose Tastatur und da war anscheinend zu viel zwischen. Das also hat dann nicht mehr erreicht. 35 schrieb Tommy Pauli Fragezeichen wann BSE zu S wegen DNHM Fragezeichen. Ja, da fehlen mehr als die Hälfte der Buchstaben, würde ich mal sagen. Ja, nächstes Mal schreibe ich über WhatsApp und dann liest es einfach mal wieder nicht. Das ist so okay. Aber wenigstens warst du aufmerksam. Hast du mich dann gleich gefragt, was los ist? Ja. Hier, Armin, kriegst du auch noch Leuchtestreifen auf dem Boden? Bremsspuren am Boden. Könnte auch wieder so ein Call of Duty Satz sein. Mann am Boden! Man, put away the camera. Fuck you, pig! I have my rights! Es war unglaublich schwere Mission. Weil ich ein harter Ficker bin, gebe ich die selber ab. Alter, der hat noch eine Krise. Nee, wollen wir die jetzt annehmen? Ja. Ich hab voll Bock drauf. Der hat uns... Okay. Feuertroll bei uns. Ja, hier sind ein paar... Und eine Mumie, was hier... Gegner gespawnt. Ach so, stimmt. Hier, Evakuierung, die werden jetzt gerade angegriffen. Stimmt, an die Mission kann ich mich doch erinnern. Kenn ich nicht. Dann spalten sich diese Scheißviecher, wenn man sie einmal angreift. Welche? Skelette spalten sich immer gerne mal in zwei, wenn ich sie einmal angeschlagen habe. Hier unten sind auch noch welche. Sie haben das Prinzip der Zellteilung wohl verstanden. Eins. Ich sag's mal eins. Ja, ich geb's ja wieder, Mann. Das ist lila, das ist eindeutig nicht orange. Mir doch egal. Hier liegen vier Sachen rum und keiner bemerkt die von euch. Was ist denn los? Wer gibt die Quest ab? Paul. War schon. Ja, voll hart. Ey, können hier unten Leute befragen? Hä? Denk nicht. Hat jetzt einer abgegeben oder nicht? Ich glaub, oh, egal. Aber ich hab doch Paul gesagt. Ich dachte auch, was da los ist. Ja, dann lass wieder nach Korat nur gehen und durchs Portal reinhauen.
Ja. Pock. Ach, Seraphim, yeah, Seraphim. Hier, Vampiren. Ich hab auch was für die Seraphim. Lichtschild. Hier, ich hau jetzt einfach alles hin. Funkus? Von der Seraphim? Also, okay, eine Seraphim. Sache war hier noch für die Vampiren, das habe ich mitbekommen. Hier ein Ring 18 bis 28, könnt ihr euch klauen, ist mir egal. Billy möchte nur das Arschloch der Seraphim French kissen. Ja. Mit seinem Blutkuss? Ja. French Blood Kiss. Okay. Ich glaube, das ist ja geil. Wird das Blut nicht rausgesogen, sondern in den Arsch gepumpt, geblasen quasi. Ich habe mich nicht einfach nur langlaufen müssen. Was? Ich einfach nur durch... einfach durch die Gegner wenn du durchlaufen kann, mehr oder weniger. Wie viel macht denn deins Schaden pro Sekunde? Keine Ahnung, ich glaube 100, 150. Aber oh, meins hat noch lange nicht halt diese Range wie deins. Ja. Ist das extrem? Aber sieht gut aus. Muss man fast ja nicht mehr machen. Wie ein Ork hat, wenn er nicht sterben will. Oh, oh, oh. Ach, komm. Oh, du steckst voller Pfeile, ey. Ich geh mal Paul und Willi helfen. Die beiden haben sich da irgendwie völlig verirrt. Wieso, hier ist der Weg? Armin, bist du etwa vom rechten Weg abgekommen? Siehst du ihn etwa nicht? Na, das sage ich jetzt nicht. Okay. Rech mir deinen Arsch lassiv raus. Ja, das mache ich immer. Arsch raus, Brust raus, Bauch rein, ne? Du willst doch bloß Kawaii für die ganzen Kerle aussehen. Ich will nicht nur aussehen, ich will einfach immer Kawaii. Kawaii! Das ist Kawaii. Das ist die streng limitierte Pikachu-Maske, sie ist so Kawaii! Was? Achso, wir müssen nach Hohenmut, genau. Wir porten uns jetzt nach Porto Vallum und dann laufen wir nach zur Burg Hohenmut. Ja, dann gucken wir, wo wer hinporten kann. Und dann porten wir uns dann entweder nach Mascarell oder Schönblick oder so. Ich fick. Bebt schon wieder mit dem Boden. Ich verkaufe erstmal. Jo. Ja? Wann bitte? Ja, hab ich mir auch gerade gefragt. Normaler Anfang. Normal? Gefällt mir. Ah, ich kann mal wieder zum Fertigkeitenmeister, Kombo-Meister. Kann ich meinen Fickblick auch wieder auffreshen. Ich kann auch nicht nach Porto Vallum. Sehr, sehr schön, Paul. Ja. Wo kommst du hin, Porten? Also ich kann nach Schönblick, Eisbachpass, Ebene von Uruk, Mascarell, Kurator und Start. Ich kann gerade in das Portal einfach rein, weil Willi da steht. Alles ja gut. Ah, ich komme auch. Eisbachpass, Ebene von Urkuk, Mascarell, Koratnur. Jo, dasselbe gilt für mich. Und Schönblick halt, wa? Ich glaube, es wäre... ich glaube, es ist immer noch besser, wenn wir von Schönblick aus laufen. Ja, Mascarell ist, glaube ich, nicht... Was nicht, glaube ich, so, wenn ich mir das angucke, aber... Nee, ich weiß nicht. Aber ist eine überhaupt? Achso, ich würde über Burko, ich würde über Dingsums laufen. Eisbachpass oder was? Nee, Schönblick. Ja, Schönblick nämlich eine auch der Meinung. Nach Schönblick.
Außerdem kriegen wir dann den Portpunkt in Bibelringen. Der müsste nämlich oft in dem Zwischenstadt sein. Wenn ich mich nicht alles täusche. Oh nein, das ist ein Pferd! Es reitet auf einer Seraphim. Ja, eigentlich können wir das Portal benutzen, dann sind wir schon mal näher dran. Das geht doch gleich. Ich bin mal kurz beim Händler. Hast du nicht in Koratnur verkauft? Koratnur wurde verkauft? Ja. Ja, komm. Wo seid ihr denn jetzt auf einmal? Portal ganz das kleine. Achso, das ist kleiner. Gegner auf Level 4. Ja, wir können ja einfach durchlaufen. Die können wir getrost ignorieren, die ignorieren uns ja genauso. Ja. Wir können einfach dran vorbeilaufen und die sterben. Das finde ich super. Das gefällt mir. Sammeln hier ein bisschen Low Loot. Ja, brauchst du jetzt die Kacke nicht aufheben. Außer es wird grünet. Aber okay, selbst dann. Hier einfach mal kurz durchlaufen. Chor der Hölle, Chor der Hölle, Chor der Hölle. Ja, da ist wieder Armin mit seinem Speedpferd, ey. So, jetzt ist Paul der harte Ficker. Paul übers Wasser gelaufen. Weil Paul übers Wasser laufen kann. Weil er ich ist Moses bin. Jesus. Jesus. Moses konnte nur das Wasser teilen. Also cool. Nur. Ist Moses der krassere Ficker, weil so über Wasser laufen, ja okay, aber das Wasser teilen? Voll fett. Das solltest du vielleicht nicht nochmal so sagen. Wieso? Das ist natürlich immer nur eine Handlich-Sache. Ja, wieso? Aber manche Spinnen können auch über Wasser laufen. Die sind jetzt auch... Das stimmt, ja. Wenn man das Ganze so betrachtet. Egal. Guck mal, Tommy, was hier ist. Sind die etwa gut, oder was? Ja. Oha. Das sag ich lieber nicht. Aber schön, dass dann alles runtergeht, wenn ich mir die krassen Dinger anlege. Wir sind bei 15 Minuten. Oh, ich glaube, wir gehen in die falsche Richtung, oder? Nee, wir sind richtig. Wir können ja diesen Weg folgen und dann sind wir richtig. Stimmt, ich hatte gerade die seltsame Idee, nach Porto Vallum zu gehen, um das Portal zu aktivieren, aber... Das ist immer gut. Nee, da müssen wir eigentlich, glaube ich, gar nicht nochmal hin. Nee, deswegen, aber das war irgendwie gerade so, ey. Komm, ich gehe runter durch, weil es kann. Oh nein! Was ist hier? Oh! Für Willi, ich hab was für dich. Cool. Wo bist du denn? Eine Kampfkunst. Schon weiter oben. Bist du da irgendwo bei Armin? Das stimmt gar nicht, du bist direkt neben Willi. Deswegen sehe ich dich die ganze Zeit nicht. Hier. Ja, ich hab's schon abgeladen. Danke. Ich hab auch eine. Für mich? Ja. Cool. Danke. Oh, hier ist eine krasse Brücke. Schnell rüber. So, jetzt sind wir bei der Zwischenstadt. Ja. Du bist jetzt Bieberringen, ja. Ich glaube schon, wenn mich nicht alles täuscht, war hier der Portpunkt, glaube ich. Nee. Ich hab mich. Ah, könnte das. Nee, keine Ahnung. Was war denn das? Ach nee, ich glaube das war... Oh, ach keine Ahnung. Hier ist Wurst. Streckendorf heißt es hier. Ja, habe ich auch gerade gesehen. Ich bin immer noch im Rätseln, wo das andere ist. Wir sind gesetzlos auf Level 30. Ja, hier sind wieder die harten Ficker unterwegs. Die können wir jetzt auch wieder kaputt machen. Moses und Jesus. Als Kawaii-Paul kann man das ruhig sagen. Als Kawaii. Ja, wir können ja gleich wieder durchlatschen. Bist du nicht Kawaii-Paul? Ne, du bist Krawall-Paul. Ich bin ja auch der Kawaii-Funkelelf. Naja, hier kommen wir nicht lang. Kommen wir hier oben lang? Vor allen Dingen Funkel.
Ja, ich bin viel mehr Kawaii als du. Sagt ja der Dunkelelf zu Seraphim. Ich bin ja auch ein Dunkel. Sagte der möchte gerne Dunkelelf. So, Seraphim. Bitch, I'm fabulous, ja. Na, mit dem Pferd erkundet man ein größeres Territorium, warum? Ah, ja, das stimmt doch nicht. Ein Paket für einen gewissen Herrn. Da? Ich bin Link! Auf jeden. Fiegefichels. Fiechels? Ja. Ups. Ja. Die man immer schön mit harten Schlag binden kann, was ganz angenehm ist. Ich komm nicht durch, ihr seid zu fett. War Kawaii-Fett. Mehr Fett als recht. Flammengeborener. So. Hier am Feld vorbei, ja, da kommt man nämlich. Wieso kann man denn nicht durchs Feld durch? Das ist ziemlich harte Scheiße. Vielleicht bist du eine neue Form von Vampir, du kannst nicht nur fliegen, Wasser nicht überqueren, sondern auch stehendes Getreide. Du darfst auch keine Getreideprodukte essen. Nein! Glutenintolerant. Ja, wollte ich gerade sagen. Glutenintoleranter Vampir. Naja, es gibt. Armin, hier oben ist eine Brücke. Ja, ich hab hier auch die Brücke. Na, ich geh über die Brücke. Ja, ich komme auch mal zu euch wieder. Stell dir vor, ich bin ein Dunkelelf mit Dunkelangst. Mit Dunkel, Dunkelangst? Ich hab hier Handschuhe für den Dunkelelfen. Ich lass sie einfach freien. Wallis Khan. Oh snap. Ich glaube, wir müssen jetzt schon. Ja, wir sind so gut wie da. Ach, genau. So. Aber ich mach gleich Folgenpause. Folgenende. Sagen wir es so. Eigentlich Pause klingt. Dumm. Naja. Dumm. Irreführend. Dumm. Irre, Alter. Machen wir erstmal alle kaputt. Junge. Und wie du wieder aussiehst. Hosen in der Nase. Und ständig dieser Lärm. So. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Sekt und wieder und haut raus, bis dann. Tschüss.